Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem weiteren neuen Game, dem Chernobyl Liquidators. Und zwar geht es hier um, dass wir quasi das, was damals in Chernobyl passiert wird, noch einmal nacherleben. Ne? Sprich, das Ganze ist eine Geschichte von echten Menschen, die das CNPP-Unglück erlebt haben. Also sprich, unsichtbare Strahlung, KGB und schwierige Entscheidungen müssen wir hier treffen. Oder beziehungsweise, ja, muss man treffen und werden auch getroffen. Ob wir natürlich bereit sind für die Herausforderung bei diesem realistischen, atmosphärischen Simulator. Ja, ich weiß es nicht, aber Leute, uns bleibt nicht viel übrig. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und gehen einfach mal rein. Where did they bring him from? There's been some fire at the power plant. Get away. Right from the power plant. Thank you.
krass. Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal soweit, glaube ich, hier angekommen. Ich glaube, ich muss hier und da noch ein bisschen was am Ton ändern, weil ich glaube, das ist hier und da noch ein bisschen zu laut. Also verzeiht mir das, falls es da noch ein paar Probleme gibt. Ich werde das, also als allererstes, wir können uns natürlich mit WASD bewegen und zu rennen Umschalttaste gedrückt halten. Kennen wir ja eigentlich alles schon. Muss mal ganz kurz noch ein bisschen was nachstellen, Leute. Ich glaube, so ist es auf jeden Fall deutlich besser. Okay, Leute, wir sollen jetzt hier erstmal, wir können jetzt mal hier rüberlaufen. Ja, nicht wunder, das Spiel sieht jetzt auf jeden Fall schon mal dunkel aus. Okay, also hier, wir haben einmal Help, symbolisiert natürlich Überlebensfähigkeit des Liquidators, ausgedrückt in Trefferpunkten HP. Blablabla, bla, bla, kennen wir ja alles schon, ne? Ist ja logisch. Wir haben natürlich hier einmal Ausdauer. Auch alles klar, wo wird uns das angezeigt? Um zu energieren, nähere dich dem Objekt und drücke E. Okay, was sollen wir denn überhaupt jetzt machen? Hier. Wasserschlauch dran, auf damit. Und dann vermutlich erstmal, warte mal, wir sind hier ready to go. Können wir hier jetzt einfach, warte mal, wir müssen hier mit dem Dude reden, glaube ich, oder? Gentlemen, bevor die Gesorge, grab the hole and help the guys from the third block put out the fire in the rubble. Right away, gentlemen. Ja, okay. Also, wir haben einmal ein Inventar und da sollen wir dann jetzt einmal den Feuerwehrschlauch benutzen. Also, Inventar, wir haben ein Funktelefon, wir haben einen Feuerwehrschlauch, wir haben ein Erste-Hilfe-Paket, wir haben eine Bandage, wir haben Wasser, wir haben Schokolade und wir haben Jod. Ich würde sagen, wir sacken das mal hier auf die 1, dann haben wir hier einmal unseren Schlauch und dann let's go. Ach so, warte, wir müssen da rüber, Leute. Oder? Ne, wir müssen erst hier helfen. Komm, geh aus da, du. Das sieht fast so aus, Leute, als ob hier nur Luft rauskommt, ne? Okay, den Brand haben wir. Hier haben wir noch einen. So, dann schnell hier rüber. Ah, ich weiß nicht, ob wir dahinter sollen. Ich glaube, wir gehen. Moment mal. Ich glaube, wir helfen hier wahrscheinlich auch noch mit. Ich hatte das eben so verstanden, dass wir hier den Dudes nur hier, wir hier irgendwie helfen sollen. Also überall helfen sollen, aber naja. Schießen wir mal mit da hoch. Wartet mal. Ach so, ich glaube, wir können nicht weiter. Kann das sein? Ja, weil ich glaube, unser Schlauch nicht lang genug ist. Machen wir hier mal wieder zu schnell. Nimm den Schlauch mit. Und dann könnten wir bestimmt hier vorne hinlaufen. Ja, guck mal. So ist es nämlich, Leute. So läuft der Hase. Dran hier. Und dann nehmen wir wieder den Schlauch. Auf geht's. Bin mal gespannt. Jetzt müssen wir, wie gesagt, erstmal nur das Feuer löschen. So, komm, reicht das bis hierher oder müssen wir nochmal umstecken? Ne, das sieht gut aus. So, unser Funk. Ich glaube, wir sollen ans Funkgerät gehen. Ich würde aber erstmal hier den Schlauch abmachen. So, Funkgerät. Das machen wir mal hier auf die 2. Oh, das Wasser geht langsam zur Neige, Leute. Wir sollen jetzt einmal... Aha, wartet mal. Also über J können wir einmal gucken, was wir machen sollen. Wir haben hier unser Tagebuch, wir haben hier unsere Quests. Lösche das erste Feuer. Verbinde die LKWs mit dem Hydranten. Okay, machen wir doch. Gar kein Problem, Dude. Kriegen wir hin. So.
So, wunderbar, das hätten wir. Was ist mit dir los, Junge? Brauchst du Hilfe oder was? Nee, anscheinend dem geht's gut. Aber was haben wir hier? Vielleicht müssen wir hier noch den anderen dran schließen. Warte mal. Zack. Eimer Wasser. Und zweimal Wasser. Sehr gut. Verbinde die LKWs mit dem Hydranten. Das hatten wir, das haben wir. Haben wir noch einen? Muss der jetzt auch noch hiermit verbunden werden? Oder passt das bei dem hier? Ich weiß es nicht. Sehr gut, der Trupp wird wieder normal, Leute. Perfekt. Super, Joshua. Nimm deine Ausrüstung und versuche dich durch die Trümmer der Mauer nach oben zu kämpfen. Zur Turbinenhalle? Ah ja, ja, oder besser gesagt zu dem, was davon übrig ist. Verstanden. Mit Wladimir, er soll vorsichtig sein. Okay, dann gucken wir mal. Um die Schaufel zu benutzen, rüste sie in einem Zahlenfeld. 1 bis 9 aus und drücke die entsprechende Taste. Genau, das kennen wir auch, Leute. Das ist alles, ne, relativ simpel, Standard. Alles klar, Schaufel in die Hand. Und ja, Leute, jetzt schon mal, es tut mir leid, wenn das hier so dunkel ist. Wartet mal. Nimm die Schaufel und entferne die Graphitstücke. Welche? Die da oben, meint er vielleicht, oder? Meint er vielleicht das hier? Ja, ja, genau. Okay, alright. Dann haben wir das hier. Wo soll das hin? Wahrscheinlich da runter, hä? So, und nimm die Schaufel und entferne die Kraftbitstücke. Ja, dann nehmen wir das hier natürlich auch noch. Nee, Junge. Ja, das hat jetzt nicht so ganz gepasst, wie das sollte hier. Ah, jetzt. Okay, man muss das ein bisschen anders anpeilen, dass das hier funktioniert. Wir sehen schon, Leute, das Ding, das glüht noch. Das ist hier richtig noch am Dampfen. Ach, komm schon. Ah, okay, das reicht anscheinend schon, dass das funktioniert. Okay, dann nehmen wir jetzt mal wieder unser Funkgerät. I can't get through. All right. So stop and think with him from that position there. Understood. Okay, dann gucken wir mal. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch, Leute, ne? So, Leute, nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe jetzt mal hier meinen Schlauch angeschlossen. Bin jetzt schon gerade eben mal hier hochgelaufen, um zu gucken, ob das hier überhaupt reicht. Bis hierhin bin ich gekommen, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch bis da oben hin reicht. Ah, das sieht erstmal ganz gut aus. Ja, der Schlauch ist schon ein bisschen gespannt, aber... Ah, doch. Es könnte reichen, Leute. Es könnte reichen. Auf geht's. Machen wir das Ding hier mal aus jetzt hier. Leute, dem Dude geht's nicht gut. Ist der da wahrscheinlich bei gestorben oder was? I don't know. Weiter geht's. I'm taking over the firefighting operation. First thing, all units of Ripien need to make their way to the roof area of Power Unit Number 3. The unit from Chernobyl remains within the roof of the Power Unit 4. Oha. Jetzt sollen wir einen Weg da hochfinden, Leute. Ach du Heiliger. Okay, ich gehe mal... Ach, guck mal. Hier könnte man wahrscheinlich hoch. Aber wie wir es ja so kennen, ne? Oftmals ist es ja so... Ah, ne, guck mal. Leute, easy. Oder? Oh, ei, 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 ei.
Lecco mio. Ob das Ding auseinanderfällt oder... Oh Gott, was ist... Geht hier ab? Ja, wollen die da nicht raus oder was ist mit denen? Was ist hier los? Okay, we made it. Aber das sieht nicht mehr gut aus hier, Leute. Okay, wir haben es geschafft. Und wahrscheinlich, wie wir es kennen, erstmal hier schnell noch ein bisschen Feuer löschen. Wir müssen das Ding ja hier irgendwie wieder in den Griff kriegen, Leute. Wir müssen das Ding ja wieder in den Griff kriegen. Ganz kurz, Leute. Das ist hier kein Feuerwehrsimulator, ne? Nicht, dass ihr denkt, hier kommen nur... Wir müssen hier nur irgendwelche Brände löschen. Nee, nee. Ich glaube, wir werden hier einiges und vor allen Dingen alles hier erleben, was damals so passiert ist. So, haben wir das jetzt alles? Jetzt, hier ist doch gar kein Feuer mehr. Komm, bitte dich, das kleine Feuer da, oder was? Das ist ja hier Mückeschiss. So, dann machen wir hier das wieder ab. Warte mal, wo ist unser Schlauch? Sekunde. Krass. Echt crazy. Dass hier überhaupt da oben so ein Hydrant ist, ne? Okay, wir müssen, glaube ich, mal noch so eine Bandage nehmen. Da habe ich mich wohl hier gerade ein bisschen zu sehr am Feuer bewegt. Der wird schon langsam wieder gestresst, der Dude. Ich glaube, das ist auch nicht so gut. So, mit Steuerung können wir in die Hocke gehen. Wai. Hier haben wir jetzt eine Tür. Die kann ich nicht aufmachen, oder was? Okay. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Okay, gehen wir da lang. Komm schon. Junge, du musst das schaffen, ey. Halt mal die Zähne zusammen hier. Okay, da geht's nicht lang, Leute. Wie kommen wir darüber? Das ist jetzt die Frage. Warte mal, da drüben ist eine Leiter. Können wir hier einfach... Ja, alles klar. Hoffentlich stürzt hier nichts ein. Oh, die Leiter reicht nicht bis ans Ende, Freunde. Dann gehen wir... Oh, boah. Junge, ja, jetzt hat er sich auch noch verletzt hier, der Eierkopf. Mann. Richtiger Held. Wie kriegen wir das wieder gefixt, Freunde? Wie kriegen wir das wieder gefixt? Oh. Naja, komm. Erstmal durchspeisen hier. Oh! So, Leute.
Man sollte auf jeden Fall zwischendurch mal speichern, weil wenn man jetzt hier den Abschlag macht, Leute, dann gibt das auf jeden Fall keinen. Da muss man das Ganze hier nochmal so weit vorbereiten, beziehungsweise nochmal nachspielen. So. Oh. So, diesmal habe ich es auf jeden Fall geschafft, ohne abzuschmieren. Denn, ja, eben war ich auf jeden Fall Ciao Kakao, ne? Da war nichts mehr von mir da. Da war ich Matsch, Freunde. Da war ich sowas von Matsch. Alter, das ist ja richtig krass, ne? Was wir hier... Hier müssen wir richtig aufpassen, dass wir hier den richtigen Fuß vor den anderen setzen. So. Aber das sieht gut aus. Um die Brennstange zu benutzen, musst du die Interaktion mit dem entsprechenden Objekt einleiten. Ob, ne? Indem du E drückst und linke Maustaste gedrückt hältst. Wenn du die Statustaste von weiß auf grün wechselst, lasse die linke Maustaste los. Okay, dann nehmen wir die Brechstange. Können wir die auch irgendwo... Ah, wahrscheinlich geht das von selbst. Dann einmal so. Das ist nicht die Brechstange, mein Freund. Jetzt, Sir, we made it. Das Ding ist aufgebrochen. No chance, no chance. Hier ist Feuer, also gehen wir mal lieber hier lang. Ja, 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 ja. Ich glaube, der stirbt jeden Moment, Leute. Das ist echt Wahnsinn. Okay, wo können wir hier durch? Ist gar kein Weg. Oder können wir hier... Ah, guck mal. Aha. Jetzt müssen wir auch noch aufpassen, Leute, ne? Ah, ja, ja. Komm, Junge, drück! Alter. Was eine Maschine. So, was haben wir hier? Yes, Sir. Easy, guck mal her. Der Typ, der hat's richtig drauf. Auf das Ding hier. Ich frage mich eigentlich, ob hier auch irgendwelche Gegner am Start sind oder... Naja, ich frage mich lieber nicht. Ich glaube, wir haben hier genug mit uns selbst zu kämpfen. Lass das auf, das ist nicht gesund. Junge, okay. Das sieht nicht gesund aus. Nee. Ich weiß ja auch nicht, Leute, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir sterben andauernd. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ne? Ja. Hier haben wir auf jeden Fall eine Karte. So, wartet mal. Wo sind wir denn eigentlich? Wartet mal. Gibt es hier irgendwo eine Anzeige, wo wir sind? Warte mal, Stromverteiler. Hier ist ein Stromverteiler, aber neben uns ist auch ein Stromverteiler. Ich glaube, hier, wo der Pfeil ist, da sind wir gerade. Das heißt, aber wo ja, wie auch immer. Wir wissen ja jetzt nicht, wo wir hin sollen. Ne? Also hier ist zwar ein Stromverteiler, aber der wird hier irgendwie gar nicht angezeigt. Naja, whatever. Whatever, Leute. Wir gehen weiter. Ah ja, jetzt kommst du mit der Taschenlampe. Junge, die haben schon dreimal benutzt. Leute, ich kann euch eins sagen, ne? DGUV V3-4 Prüfung ist das Ding durchgefallen. Da ist kein Gehäuse drumherum. Das darf so in Deutschland nicht verwendet werden. Aber wir sind ja hier nicht in Deutschland, ne? Bei dem Spiel, von daher.
Von daher ist das alles soweit, glaube ich, in Ordnung bei denen. Egal. Klettern durch den Lüftungsschacht. Oh Leute, das. Wenn sowas passiert, ne, ich glaube, das ist nicht so gut. Komm, mach dich rein, Junge. Ja, nimm doch einfach den Hammer. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, hier ist noch ein Lüftungsschacht. Also detailreich ist es auf jeden Fall, ne? Gibt vielleicht noch hier und da ein paar Problemchen von der Steuerung her, aber ansonsten ziemlich nice. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Sehr gut. Oh, hier ist noch... Weiß nicht, ob das alles so gut ist hier, Leute. Was piepst hier? Was habe ich hier überhaupt alles gefunden? Ein Maskenfilter. Wodka. Ey, wartet mal, diesen Maskenfilter, vielleicht müssen wir den auch mal irgendwie benutzen, ne? Standardfilter für die GP5-Gasmasken. Dank seiner geringen Größe wird er direkt an der Maske befestigt, sodass es keine zusätzliche Ausrüstung in Form von Beutel und Schlauch benötigt wird. Universalgewinde ermöglicht die Verwendung des Filters in den meisten Masken, die auf dem Gebiet des Warschauer Pakts verwendet werden. Okay, wir haben ja noch eine Flasche Wodka. Weiß jetzt nicht, ob wir die gerade hier trinken sollen, aber... Naja, ja. Okay. Wir machen weiter, Freunde. Wir gucken, ob wir hier noch ein bisschen was finden. Aber es sieht relativ leer aus hier. Hier drüben. Jede Menge Kabel am Start. Beziehungsweise Leitungen, ne? Kabel liegen hier am Boden. Haben wir hier ein bisschen Technik. Technikwissen mit Jimmy. Auch nicht schlecht, kein Problem, Leute. Kann ich euch alles beibringen, ne? Technisch bin ich auf jeden Fall hier auf einem guten Stand. So, was haben wir hier? Nichts mehr. Eieiei. Runter oder hoch? Also, der sagt, wir sollen hoch, aber was? Ich gehe ja immer entgegengesetzt, ne? Haben wir irgendwas hier unten noch, was wir mitnehmen können? Mal schauen. Ah, komm. Ist jetzt schon zu weit. Ich will ja nicht vom Spielablauf mich entfernen. Deswegen, komm. Gehen wir nach oben. Ja, super. Was ist eigentlich nochmal unser Auftrag? Finde einen Weg aufs Dach. Finde einen Weg zum nächsten Dach. Okay. Ich denke ja immer so Leute, die sind böse, ne? Wenn ich sowas sehe, aber das sieht nicht so danach aus. Leute, also hier ist auf jeden Fall irgendwas. Hier ist gar nichts mehr in Ordnung, ne? Aber das ist ja logisch. Wenn ich mir hier dieses Trümmerfeld angucke. Ja. Wenn der natürlich hier schon den Reaktor früher hätte ausschalten sollen. Oder wenn die das hätten schon früher ausschalten sollen. Warum haben die es nicht getan, die Affen? Warum haben die das nicht getan? Was ist denn mit denen, ey? Denken die nicht ja an die anderen Menschen, oder was? So, ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist, was wir mitnehmen können. Ach, guck mal hier. Das sind doch bestimmt alles Bandagen oder sowas, ne? Nee, Erste-Hilfe-Sets, sehr gut. Können wir das aufbrechen? Ja, guck mal hier. Wir sind einfach, wir sind absolute Maschinen. Uns kann keiner was hier. Aber so wie ich das sehe, müssen wir in die andere Richtung. Ich will mich ja, wie gesagt, nicht zu weit vom eigentlichen Ziel entfernen. So, hier das sagt, nee, das sagt hier, oder? Oh je. Oh je. Oh je. Wie kann ich das benutzen? Ohne, dass ich hier den Abschlag mache. Ah.
Ah, okay, alles klar. Boah, Leute, das ist manchmal so ein bisschen, ne? Sagt euch, wie es ist. Das ist gewöhnungsbedürftig und gar nicht so einfach. Kannst du hier weiter runtergehen, oder? Oh, Leute, ich habe gerade wieder gedacht, ich schmier ab. Oh, Gottes Willen, ey. Ey, das ist wirklich immer so ein Sprung mit der Hoffnung, ne? Ein bisschen Sprung mit der Hoffnung. Ah, nee, Quatsch. Nochmal, komm. Die Junge. Yes. Bam. Easy going. Okay, rauf hier aufs Dach jetzt. Jetzt aber zack, zack. Da müssen wir hoch. So, da müssen wir hier hoch. Schaffen wir es dahin? Jawohl. Jetzt müssen wir hier darüber. Jawollo. Und hier rein. Ja, Leute, das ist ja hier. Hier, was bin ich hier? Links, rechts, oben, unten, vorne, hinne. Was ist jetzt passiert? Weiß manchmal nicht, was hier passiert mit dem Kerl, ne? Weil uns geht's doch gut, oder? Das sind doch gute Werte. Frag mich wirklich, ob ich hier die ganze Zeit sterbe, oder? Ich weiß. So, die Tür haben wir zumindest schon mal geöffnet. Hier ist kein Durchkommen. Wo können wir hier lang? Gibt es hier noch irgendwas Wichtiges? Nee, das sieht nicht so aus. Das war für die Katz, dass wir das geöffnet haben. Aber guck mal, hier ist noch so ein Erste-Hilfe-Ding. Ja, wunderbar. Da war sogar noch was drin. Hier war noch was. Alles mitnehmen, ne? Alles mitnehmen. Ah, die Tür ist verschlossen. Okay, dann müssen wir doch hier lang. Aber... Und dann? Wir können ja hier nicht hoch. Ah, vielleicht hier? Nee. Auch nicht. Ah, hier, Leute. Da geht's lang. So, nu. Und nu haben wir den Salat. Ach, hier. Einfach mal Augen auf im Straßenverkehr. Dann läuft das auch. Holy, 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 holy. Ja. Ich bin der Jumper, Leute. Der absolute Jumper. Komm mal, ruf das Ding hier. Wunderbar. Was haben wir hier? Ja, mach aus das Ding hier. Sehr schön. Jetzt wieder zurück, oder was? Oh. Ah. Damit ging also die Tür auf. Sehr schön. Oha, Leute, was ist hier los? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute. Ist aber hell hier. Oh, 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 ich glaube, das ist nicht gut. Egal, was es ist, wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Wir müssen, glaube ich, hier irgendwie hoch. Komm, du, zieh dich hoch, Junge! Oha, 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 Leute, das sieht nicht gesund aus, wenn das da so hell ist. Wohin, wohin? So, hier geht's lang. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wo, wie, was?
hier. Leute, das gibt jetzt ein richtiger Sprung hier. Boah. Puh. Komm, hau um das Ding. Schnell, beeil dich, Junge, bevor das hier alles in die Luft fliegt. Oder noch schlimmer wird zumindest. Oh je, yeah, Leute, das ist alles nicht so erste Sahne hier. Oh, 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 oh. No, 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 no. Oh. Ja, ganz klasse. Ja, ganz großes Kino. No, no. Leute, wir müssen uns erstmal ganz dringend heilen. Ich weiß nicht, ob wir damit auch Verletzungen an unserem Fuß geheilt bekommen. Wahrscheinlich eher nicht, ja? Ja, da haben wir jetzt erstmal Pech gehabt. Komm, wir müssen hier lang, Leute. Wir können aber jetzt nicht mehr schnell laufen. Mechanische Verletzungen der unteren Gliedmaßen. Je nach Art des Schadens machen sie Bewegungen sehr schwierig oder sogar unmöglich. Es gibt drei Arten. Erstens Verstauchung, Fraktur und drittens Fraktur mit Verschiebung. Sie werden durch das Symbol des verletzten Beins in der unteren linken Ecke symbolisiert und die negativen Auswirkungen einer Verletzung zu verringern, sollte eine spezielle orthopädische Schiene verwendet werden. Ja, und? Haben wir keine, Leute. Haben wir keine. Wir haben Bandagen und ein bisschen Erste Hilfe. Also müssen wir sowas finden jetzt, oder was? Oh Mann. Wir haben jetzt eine Verletzung mit Verschiebung, Leute. Das ist ja ganz krank. Ah, wir müssen darüber. So, komm, mach dich hoch, Junge. Ah, wunderbar. So, dann können wir hier einmal rüber. Komm, ich will auch nur auf das andere Dach und hoffen, dass hier alles gut wird. Irgendwie. So, sieht auf jeden Fall danach aus, als ob wir es hier relativ gut zum Dach bisher geschafft haben. Leute, was ein Erlebnis, ey. Was haben wir da? Ein Funkgerät? Maybe? Oder ist das ein Strahlungsgerät? Ich glaube, das ist... Zeigt uns, glaube ich, die Strahlung an, oder? So Leute, das war jetzt dann quasi Teil 1 dieses neuen Games. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr natürlich gerne mehr sehen wollt und wissen wollt, wie es hier weitergeht, schreibt es mir zum einen natürlich gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lasst mir sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns hier bei Teil 2 hier wieder beim Chernobyl-Projekt und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Wir können mal einen ganz kleinen Blick. Also, wir sehen auf jeden Fall, wir haben hier eine neue Umgebung und ja, Leute, das sieht auf jeden Fall hier sehr interessant aus. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.